So, herzlich willkommen zurück. Ja. So. Ich hätte mir mal vor meinen Haaren machen sollen. Egal. Stört keinen. So. Übrigens haben wir es jetzt doch entschieden, also der Typ, der bei mir die Let's Plays holen wollte, dass wir für ihn noch einen eigenen Kanal machen, weil sich so von der Trennung her besser macht, weil zum Beispiel habe ich jetzt extrem im Voraus, ne, meine Aufnahmen. Und er will da aber nicht wirklich mit Zeitplan arbeiten und so, und deswegen wären halt seine Folgen in der wesentlich in einer anderen Zeitspur als meine Folgen. Und das macht dann alles nur für voll chaotisch, deswegen. Siehst du, was wir mal gucken könnten? Dieser Bug hier. Ob der jetzt eigentlich mit der aktuellen Developer-Version eigentlich weg ist. Weil ich habe schon geguckt gehabt. Oder nee, warte. Jetzt muss ich mal überlegen. War das. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ja, machen wir mal ein Programm beenden hier. Wir machen mal ganz kurz meine Git-Version. So. Das ist übrigens die Version, die bei mir über Top aktuell vom aktuellen Stand ist, mit allen Bugfix, also halt die aktuelle Git-Version, ne? Ja, keine Ahnung, so ungefähr. Ja, hat sogar schon wieder ein bisschen was geändert hier. Hoffentlich brauche ich jetzt nicht allzu lange zu kompilieren. Das wäre eine Katastrophe. Oder ich spreche ihn einfach ab. So. Dann gehen wir einfach manuell rein. Bin ich immer noch in dem Ordner drin? Ach so, war gut. Machen wir mal anders. So. Home. Nopex. Mytest. Git. So. Mytest. Bin. Rufen wir das einfach direkt hier raus. Mytest. Das sollte ja funktionieren. So, join the game. Ne, 1 von 2, 1, 6, 8. Ja, klar, ist nee, ist okay. 1 von 2, 1, 6, 8, 0, 4, 30, 3. Gehen einfach mal als Ronix rein. Immer gib ihm. So, hier auch mein alles hier sieht. Bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt mittlerweile, wie gesagt, mal gefixt wurde, dass man durch die Fensterscheibe da das Wasser immer so nur flickerhaft sieht. Weil ich habe letztens wegen diesem Pointing-Problem da, wo ich ja diesen Bug-Report geschrieben hatte, da habe ich ein bisschen getestet mit Glasscheiben. Und da hatte das soweit funktioniert gehabt. Da hatte ich keine Bugs mehr gesehen. Jetzt weiß ich nicht, ob es einfach da eine günstige Konstellation war. Oder, ja, weiß nicht. Woran das liegt. Jetzt muss ich erst mal die ganzen Medien hier downloaden. So, ist mal nach unten hier, die brauchen wir nicht.
Ah, ist auch schon fertig. Sehr schön. Ah, ne, okay. Man sieht also, den Fehler gibt es tatsächlich immer noch. Vielleicht sollte ich da auch mal Bug Report schreiben. Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass der Fehler nur bei mir auftritt. Weil es scheint ein bekanntes Problem zu sein, weil darüber reden ja sowieso schon ein paar Leute. Aber warum der Fehler immer noch nicht gefixt wurde? Ich meine, okay, ist ein tiefgreifender Fehler, weil es ist direkt ein Fehler in der Rendering Engine. Ja. Na gut, dann hat das jetzt gerade gar nichts gebracht. Kann man wieder rausgehen. Und du kannst dich schließen und wir können loslegen. Tja, die Frage ist, suchen wir jetzt nach Uran? Ich meine, unsere bisherigen Bemühungen waren ja jetzt nicht so erfolgreich. Wir könnten höchstens mal wirklich mal in die andere Richtung kramen, Richtung Spawn. Wobei es eigentlich auch eine dumme Idee ist, weil eben. Obwohl, warum eigentlich? Egal, machen wir einfach mal. Unser Inventar ist aber jetzt so schon voll. Gut, andererseits können wir ja auch ein bisschen auslagern. Das bisschen Gestein. Ich möchte jetzt aber dafür nicht so viel Rainbow Ore verschwenden für die Spitzhacken. Da. Und wir brauchen mehr Fackeln. Haben wir noch Fackeln hier irgendwo rumzuliegen? Fackel hier, Fackel da, Fackel tralala. Keine Fackel mehr? Na gut, dann machen wir jetzt welche. Du darauf. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und dann. Genauso. Hütchen. Die Replacement Tools brauche ich jetzt gerade nicht. Die kann ich auch hier reinpacken. Sehe ich genauso. Die Rüstung lasse ich erstmal aus, weil wie gesagt, ich hoffe irgendwie, dass dieser Uran, weil ich wie gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchen Radius der Schaden macht. Und ich hoffe halt, dass der Schaden halt. Ne, dass wir dadurch auf die Art und Weise auch ein bisschen den nicht übersehen. Ernsthaft jetzt? Jetzt weiß ich auch wodurch immer die ganzen Treppen verschwinden, weil dann immer unser Baum platziert wird. Was? Ach ja, klar, ich schon wieder. Mein Ronix Home ist das ja nur für mein Worker-Konto. Hallo, bremst du mal? Achso, weil ich hier über der Kante drüber war. Ach, fuck you. Oh, ich will sterben. Oh Gott. Ja. 200. Jubiläumsfolge ist vorbei. Jetzt wird das Let's Play wieder Katastrophe. Das sehe ich jetzt schon. Oh Gott, wie tief bin ich überhaupt gefallen? Scheinbar sehr tief. Ich sehe nicht mal meine Bones. Achso, ich habe meine. Ja, klar, ich habe auch mein Teleskop nicht mehr. Ah. Herrlich. Okay, wir müssen also noch wie viel? 100, 160, 150 Blöcke ungefähr hochlaufen. Da sind wir da.
Katastrophe. Einfach nur Katastrophe. Tja, da merkt man mal den Unterschied zwischen mit Rainbow-Ohr-Rüstung und ohne Rainbow-Ohr-Rüstung irgendwo rumzulaufen. Ohne kriegst du direkt komplett auf die Fresse. Was halt cool wäre bei diesen ganzen Items, ne, so wie diese ganzen Öfen und die Kisten, warum gibt es nicht einfach die Möglichkeit, dass man sagt, okay, Chest ist eine ganz normale Chest, die auch die ganz normale Textur hat. Und erst wenn man zum Beispiel diese Chest zusammenlegt mit einer Pipe, ne, mit dieser ganz normalen Pipe, die kostet ja nichts, das ist ja bloß ein bisschen Plaste, ne, dass man die dann einmal mit Plaste kombiniert und dann erst daraus diese komische Test mit diesen Punkten wird. Weil ist halt immer scheiße, wenn du irgendwo einen Ofen hinpackst oder eine Kiste und die dann immer diese schwarzen Vierecke hat. Das ist so viel bisschen. Ja, ich weiß nicht. Danke. Und nochmal Stern. Einfach voll Spaß machen. So, genau, wir haben in die Richtung gegraben. Dann graben wir jetzt mal in die Richtung. So. Achso, stimmt, da müssen wir ja uns mit Holz drüber baggern. Ach, warum eigentlich? Komm, ich mach einfach hier erstmal wieder eine temporär einschneidende Aktion. Licht. Ist das die richtige Höhe? Ja. So. Tja, ich weiß nicht, ob wir da runtergehen sollten. Da mal gucken. Auf welcher Höhe sind wir überhaupt? Minus 240. Also bis zur Reserve nach unten hätten wir sogar noch. Ach komm, wir gehen einfach mal runter. Vielleicht finden wir da ja Uran. Hier ist sogar schon eine Treppe. Waren wir schon mal hier unten? Ja, eben, hier sind ja auch Fackeln. Schon wieder. Ernsthaft jetzt? Oha. Dort sieht er aber nicht sehr freundlich aus. Fackeln habe ich. Lösche ich jetzt damit hier die Höhle aus oder lasse ich es lieber? Ach komm, nee. Da. Ich hatte echt gehofft, dass Uran ein bisschen häufiger vorkommt. Das ist ja hier jetzt schon ein bisschen. Was? Wie kam wieder auf? Habe ich mich einfach fallen lassen? Muss ja. Boing. 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 Diese Sprungspiele. Achso, weil ich da einfach hier drücke, auch aufspringen kann. Bin auch schon wieder so voll Depp. Der war auch falsch. Der muss nach da. Und dann muss ich darauf. Komm, nicht rum, schaffe ich. Ja, oder auch nicht. Doch, schaffe ich. Den Sprung allerdings nicht. Ha. Hey, ich bin der Sprungmeister. Ist ja ein schickes Kletterparadies. So, nur hier komme ich nie wieder hoch. Achso, dann ist doch hier eine Leiter. Warum sagt das denn keiner? Okay, die Leiter ist ja auch hier, warum auch immer, einfach mal zu Ende. Falsche Höhe.
doch super. Hada! Wir sind am Ziel angekommen. So. Och nö. Och nö, ich habe schon wieder keine Schippen mitgenommen. Ach egal, komm ich. Dann baue ich mir jetzt. Dann baue ich mir jetzt halt einfach eine. Dann haben wir halt zwei Schippen, wobei ich gar nicht weiß, ob wir überhaupt schon wirklich eine Schippe haben oder ob ich mir das nur einbilde. So, komm jetzt den Schwanz räume ich auch mal weg. So. Das ist, dann ist das Inventar gleich mal ein bisschen leerer. Und nicht Schüler. So weit können wir gucken. Oh, wir sind hier auf der falschen Seite. Ja. Interessant. Egal. Ist halt spiegelgerecht. Eisen. Tja, ich weiß nicht, von der Technik-Mod sollte irgendwie so eine Taschenlampe gehen. Aber ich sehe hier halt keine. In dem Read News, was ich gelesen habe, da habe ich nämlich auch, als ich über die Batterien gelesen habe, war doch irgendwas, dass man die Batterien auch für irgendeine Taschenlampe benutzen kann, aber ich sehe hier nichts, was auch irgendwie wie eine Taschenlampe aussieht. Von daher weiß ich nicht, ob es das ob man dafür noch irgendein Add-on braucht oder ob ich die falsche Version. Wobei ich habe ja eigentlich die Version von Git, also eigentlich die top aktuelle Version. Kann natürlich sein, dass die Taschenlampe noch neuerer ist als, ne, weil die Version habe ich ja mittlerweile vor einigen Monaten gedownloadet. Bei der Taschenlampe sehe ich hier echt nichts. Naja, was soll's. Müssen wir halt stumpf weiter in Fackeln platzieren. Ich meine, wir spielen hier meinen Test, darauf beruht quasi die gesamte Spielmechanik. Warum ploppen wir hier immer im Nachhinein diese Dinge erst wieder auf? Verstehe ich nicht. So, und hier ist es in der Mitte ganz schön dunkel. Ich mach mal hier eine Fackel hin. So, kommt sie da erstmal weg. Nicht, dass wir Uran übersehen. Wobei, so nah, dass wir es direkt sehen können, dürfte es nicht sein, weil dann müssten wir auf jeden Fall Schaden bekommen. Oh. So. Der Kram so lange wieder grau wirst. Irgendwie. Gibt es da noch irgendwelche besonderen Sachen, die man haben muss, damit man hier Uran findet? Oder dass es noch bestimmte Stellen gibt? Die Sache ist ja, wir treffen hier auch noch nicht mal auf eine Höhle oder sowas. Wir kommen hier irgendwie gar nicht. Das ist einfach. Oh. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Wir sollten mal öfters mal von Höhlen reden, ne? So, gucken wir mal hier. Gibt es hier rein zufälligerweise irgendwo Uran? Oha, hier geht's. Obwohl, nein, so tief nicht. Alter.
hasse immer diese Leute, die die Fackeln immer falsch rum platzieren. Danke. Doch, sieht ja zum Kotzen aus. Also ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber ich sehe keinen Uran. Tja, leider gibt es auf der Höhe auch noch keine Riesenhöhlen. Das heißt, so lange baggern, bis wir eine Riesenhöhle finden und dann hoffen, dass wir dadurch auf Uran treffen. Das geht leider auch nicht. Gut, hier haben wir Wasser. Ist das jetzt für die Findung von Uran vorteilhaft oder eher nicht so? Und dann geht sie weiter runter. Hm. Gucken wir mal hier nochmal mit den Finden hoch. Aber hier ist auch kein Uran. Boah, ey. Tja. Kannst du vergessen mit dem Uran? Tja, ich habe keine Ahnung, ob wir für Uran zum Beispiel auch bei Lava wieder sein müssen, wobei, das ist ja eine ganz normale Registrierung bei, von diesem Uranohr. Da ist nicht irgendwie, dass da irgendwie eine spezielle Funktion ist, die dann guckt, ob da Lava in der Nähe ist oder sowas. Von daher sollte es eigentlich genauso spawnen wie alle anderen Materialien auch. So wie Chrom oder so ein Scheiß. Aber ich sehe ja auch nicht mal halt Chrom, ne? Ich sehe einfach gar nichts. Obwohl, doch das könnte cool sein. Silber. Hm. Keine Ahnung. Na, das war... Obwohl. Tja, schon sind die nächsten Fackeln gleich weg. Eisen und Kupfer, soweit das Auge reicht. Und natürlich Zinn und Silber und so ein Zeug. Tja, vielleicht. Könnte ich auch mal diese Mod installieren mit diesem komischen Wagen, der da so diese Tunnel selber erzeugt. Also, ne, diesen Bohrkopf, diesen Bohr. Wie heißen diese Fahrzeuge? Auf jeden Fall diese Fahrzeuge, die halt riesige Tunnel bohren. Sowas mal hier bauen. Weil ich glaube mal, auf der Suche nach Uran ist, wäre sowas schon fast sinnvoll. So selten, wie das zu sein scheint. Aber noch 8 Fackeln. Also nicht gerade das, was ich persönlich als viel bezeichne. Okay. Bin mal gespannt, wo mich das hier hinführt. Auf jeden Fall sieht es hier nichts aus, als wenn es hier irgendwie jetzt Uran geben würde. Leider. Also das ist so ein Bodenspalt, der hier so wie sich so schräg durch die Landschaft zieht. So ein Canyon. Okay, Fackeln sind alle. Bleibt uns wohl nicht an den Zug, erstmal wieder den Weg nach Hause zu suchen. Boah, das wird ein hoher Sprung. Ich hoffe, wir kamen von hier. Sollte aber.
Ja, was machen wir denn da jetzt? Jetzt, wo es mit dem Uran doch so... Ja, Scheiße läuft. Jetzt habe ich es gesagt. Tut mir leid. Wo kam das überhaupt? Hier ist es hell, hier sieht es gut aus. So, müssten wir eigentlich von hier gekommen sein. Hier ging es dann irgendwie wieder hoch. Beziehungsweise haben wir uns hier fallen lassen? Ne, haben wir nicht. Oh, Scheiße, jetzt haben wir uns fallen lassen. Wie bin ich hierher gekommen? Kam ich nicht von hier? Stand doch hier vorne auf dieser Anhöhe. Also hier ein bisschen weiter oben. Na gut, gucken wir mal nächste Folge, wie wir wieder rauskommen. Und wenn wir denn überhaupt rauskommen. Achso, du kannst wieder zu. Weg mit dir. So. Nein. So. Genau. Na dann, schau mit V.